Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tourverse Map zusammen mit dem Markus, der schon verzweifelt wartet. Nein, ich winke nur euch ein bisschen. Ja, genau. Und dann, wer ist noch dabei? Der Dennis. Ich. Ja. Ja, also gerade im letzten Moment noch die Kurve gekratzt, ne? Genau. Aber ich bin ja unwichtig. Ja, eigentlich schon. Mensch, eigentlich bist du ja nur der Sklave, der ansät. Ja. Was wir nicht machen wollen. Ja. Haben wir schon. Ach, Zähne ist eigentlich ganz. Zähne ist eigentlich ganz schön. Ich habe letztens noch auf der Hagenstedtfeld 13, obwohl schon gegrubbert war, einmal komplett durchgepflügt und durchgesät. Boah, ich weiß gerade. Warte mal, 13 ist das neben dem Feld, neben den Dingern zu. Neben der PKA. Ist das das, oder? Nee, das ist Feld 13 ist das neben dem Händler sozusagen, da links vom Händler. Am Hof und ein Händler, kleines, ne? Dieses einzelne Feld, das ist, ich weiß nicht, was ein Hektar oder was. Was da so zwischen den Hügeln liegt, ja. Ja. Habe ich mal gemacht, einfach, ja, hab mal Lust dazu gehabt mit dem kleinen Vierschafflug und dann schön mit Vorgewände und alles. Ja, muss auch mal sein, ne? Genau. Auch hab mir auch noch schön einen Frontpacker dran gemacht, ist zwar eigentlich voll unnötig, aber der fährt sich mit. Ich finde, der Frontpacker damit fährt sich das Ganze säen viel einfacher. Du bist weil du einer. Hast da. Du hast ja, einen du Luxus, du kannst gerade privat noch Landwirtschaftssimulator spielen, da komme ich gar nicht mehr zu. Kann ich eigentlich auch nicht, hätte ich die Zeit viel besser für aufnehmen und so ein Zeug nehmen sollen, aber hab sie mir dann doch genommen, die Zeit. So. Normal habe ich die auch nicht unbedingt. Aber ich kann dir sagen, dein Feld ist bald fertig. Das ist ja, gut, hier warten zwei. Nämlich noch zwei kleine. Aber die sind aber nicht so groß. Die sind wirklich schnell nachher. Ja. Ja. Der 6 Meter. Das eine, das 10er, oder du was kannst das notfalls 10er? Auch mit Tempomat 2 fahren. Mache ich die ganze Zeit schon. Ach so, ja, dann. Nee, aber dann Markus, du Markus, du hattest mir ja mal hier diesen Modder empfohlen mit diesen Paletten, wo dann Saatgut drauf ist, ne? Ja. Finde ich echt gut, den Mod, also. Der gefällt mir. Der ist relativ nett, weil erstens, wenn du sagst, du hast am Hof überhaupt keinen Saatgutträger mehr und dann in der Stadt oder irgendwo. Ja, ich mache das so, ich stelle mir halt diese Palette, meist mache ich so, je nachdem halt wieder zu ist, dann einfach mit der Palette, meist Frontlader, einfach einen Trecker hast du als Frontladertrecker dabei, mit Anbaugerät hinten dran zum Teil auch, und dann fährst du eine Palette, fährst du rüber, eine Palette hast noch am Hof stehen, eine sozusagen vom letzten Mal säen, da kannst du immer dann, wenn du mit dem Feld fertig bist, nachher irgendwann und bist du wieder am Hof, kannst du damit eben auffüllen. Dass halt die Sämaschine wieder voll ist und den Rest machst du halt am Feld. Du, eigentlich wäre aber der 19 Meter Spader sinnvoll. Boah, das wäre richtig genial hier. Das wäre da komplett sinnlos. Und dann, ja, das Feld ist dafür zu klein, aber dann schön mit dem Big X häckseln, das mal Gras. Obwohl, das ist eigentlich bei Stroh ist das noch schlimmer, da wäre das einfach so richtig übertrieben, dass er daraus Häckseln gut macht. Das wäre schon echt. Warte, da geht's aber ursteil hinunter, ich hätte gerne mal runterfahren, darf ich? Ja. Fahr einfach. Das ja, komm, man kann zurücksetzen. Nein, das macht. Ich bin da auch mal irgendwann runtergefahren, kann ich mich noch dran erinnern. Aber eigentlich müsste man auf irgendeiner Stelle sicher rüberkommen, oder? Zum Dorf runter? Ich glaube, ich weiß, wo du meinst, da bin ich manchmal auch schon einmal runtergefahren. Hier ist so eine Klippe, weißt du? Oben am Kuhstall. Da gibt's nämlich extrem Stellen. Die Klippe bin ich, glaube ich, mal mit einem Unimog runtergefahren. Ist der Kuhstall eigentlich die höchste Stelle oder ist der Berg auf der anderen Seite des Flusses höher? Ich glaube, ob da. Wo der. Restaurant-Dingsbums ist da. Was? Gaststätte, Restaurant. Ist das höher? Ich glaube nicht. Ist gleich höher. Also, wenn ich hier so glatt rüber gucke, dann ist das ungefähr auf einer Höhe. Okay. Oder? Naja. Schwer zu sagen. Ja, dort ist ja auch die schöne Österreich-Fahne drauf. Ja. Ob die schön ist? Muss dich hier immer ein bisschen engagieren, wenn du Gast hier in Österreich auf der Tour was bleibt bist, Dennis. Das habe ich auch gelernt. So, was tust du da noch immer da mähen? Man irgendwie muss halt nett zu den Gastgebern sein. Genau. Nö. Nö. Kennst du doch, VIP-Eintritt. Ach so. Stars kommen immer rein. Aha. Ja. Wie ein Bier-Eintritt, oder? Achso, wurscht. Kennt sie nicht. Genau. Ja. Ich arbeite.
So. Ich überlege gerade, welches Feld ich als nächstes mache. Ich möchte mal welche machen, die ich nicht so oft mache. Aber hier oben, das mache ich, glaube ich, was hier direkt angrenzt, mache ich, denke ich, nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Stroh haben unsere Viecher noch. Ich glaube gar nicht. Gras brauchen wir eigentlich ja nicht. Wir brauchen eigentlich nur mehr Silage. Ja, solange wir keinen Mischfutter haben, brauchst du alles. Ach so, okay. Ja. Ich glaube, das wird nur verbraucht, wenn man. Wenn man kein Silage mehr hat drinnen. Stroh haben wir noch, also wir brauchen eigentlich nur Mischfutter. Und dann, wenn du Mischfutter reintust, dann brauchst du ja eigentlich weder Silage noch Gras. Dann brauchst du nur noch Stroh und Mischfutter. Stroh halt zum Einstreuen und nicht mehr zum Füttern. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an dem John Deere liegt oder an der Maisdrille. An einem von den beiden Geräten liegt es auf jeden Fall. Irgendwie, die hebt nämlich nicht so stark aus. Da denkst du, weil wenn du die ausgehoben hast, gerade wenn du im Gras fährst, dass die immer noch drin klebt. Okay. Dass die immer noch drin sitzt. Hast du jetzt das Feld an der BGA fertig gesät? Ich muss noch einen streifen, dann habe ich's. Ich finde, die könnte noch ein Stück höher aussehen. Okay. Ist nicht viel. Dennis braucht schon sehr lange, oder? Weil du hast das ganze Feld 1 in einem Bart gemacht. Ja. Oh, Rocktox ist auch auf dem Server. Es tut mir jetzt leid, weil den kann ich jetzt noch nicht mal schreiben, dass wir gerade privat aufnehmen. Aber er kann auch nicht hier drauf kommen, weil er kein Passwort hat. So. So, letzter Streich, dann ist fertig. Ich habe ihn kurz geschrieben. Danke. Ah, wir haben über 4000 Euro, das ist ja eigentlich so. Dass man mal sagen kann, ist okay. So, fertig. Noch schnell Saatgut nachfüllen, weil da ist auch nicht mehr viel drin. Ja, da kommst du beim Hof. Na, da kommst du eigentlich nicht so richtig. Rückwärts fahren. Da in das schöne Gras hinein, und das geht nicht weg. Ja, das ist ein bisschen schade, ne? Dass ja, dieses schöne Modgras dann nie weggeht. Aber andererseits schützt du halt dadurch auch ein bisschen die Map. Auf Hagenstedt kannst du ja das ganze Gras an den Seiten noch wegrubbern. Ja. Und das hat dann immer ein bisschen genervt. Ja, wieso? Wenn man richtig grubbert, dann, wenn man richtig fährt, dann hat man es auch nicht weggemacht, weißt du? Ja, aber zum Beispiel auf dem Community-Server damals, da wurde ja nicht ganz so aufs Detail geschaut. Und dann waren die ganzen Feldränder so richtig kaputt. Mehr oder weniger. Ja. Da muss man einmal drüber flügen und neu säen. Ja. Und dafür ist dann so eine kleine 3-Punkt-Sämaschine eigentlich gar nicht schlecht. Obwohl, doch, du machst das ja am liebsten mit der 15 Meter. Mhm. Boah, das war noch die Aktion. Der, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das Markus mal erzählt. Ja, ich kenn's schon. Ja, das ist mittlerweile das ist ein Klassiker. Das muss ich eigentlich nochmal machen, so fürs Band. Ich hätte eigentlich an der Stelle direkt aufnehmen sollen. Ja. Jetzt mal, wenn man jetzt mal so im Nachhinein drüber nachdenkt. Hätte ich eigentlich direkt aufnehmen sollen, das wäre sowas. Das sind so Sachen, die müssen halt für die Ewigkeit sein, ne? Ja, und deine Ballenstapel-Aktion, das war eigentlich sowas, was dich da erstmal geprägt hat. Ja, deswegen, sowas muss ich auf jeden Fall auch nochmal wieder machen. Und sonst müssen wir, eigentlich sowieso hätte ich mal Lust drauf, irgendwie wirklich so ein Projekt, wo wir wirklich mal so ein extremes Farming machen und sowas und auch so Lohnunternehmen-mäßig so ein bisschen. Dass wir mal hier ein Feld, mal da ein Feld und dann schön mit den größeren Maschinen, meinetwegen auch. Ich hätte ja mal echt Bock auf so ein 80 Hektar Feld, wie zum Beispiel auf der Kernstadt-Map. Einfach mal einen Durchgang so bewirtschaften. Vielleicht mit Dreschen anfangen, weil das noch am interessantesten ist. Und dann halt vielleicht sogar, obwohl Pflügen ist ein bisschen sehr hardcore. Mhm. wenn du mit einem schönen Schlüter mit Doppelbereifung und dann nach 10 Meter Flug, da geht das. Trotzdem magst du heutzutage kein Pflügen mehr bei solchen Feldern. Außerdem habe ich heute in der Dokumentation gesehen, dass Pflügen gar nicht unbedingt auch, also das kann auch dafür sorgen, dass du den Boden eher auswäscht und so. Mhm. Ja, da muss man natürlich, darf man nicht zu oft machen, ne? So ist der wieder. Heutzutage grubbern die meisten immer. Ja. Ja, wobei ab und zu sollte man wirklich nochmal pflügen. Dann Blödsinn so unnötig. Wenn ich mit einem Pflug, ne, geht, weiß nicht, 50 cm in die Erde ran.
Maximal. Wenn ich einen tiefen, wenn ich einen gescheiten Gruber habe, einen Speeren, habe ich da auch 50, 60, 70 Zentimeter, was man der aufgrubert. Klar, man kann natürlich auch mit einem Gruber tief durchgrubern. Die anderen Felder auch Mais, ne? Ja, ja, alles Mais. Und dann wird gleich ordentlich Mais gedroschen. Bisschen Mais drillen. Ja. Muss auch mal sein, ne? Da hast du ja wieder schön was zu ernten. Aber vor allen Dingen haben wir extra dafür schön den Krampe gekauft. Da muss aber, glaube ich, auch sogar der. Obwohl der John Deere wird den auch ziehen, ne? 170 der passt schon, ja, auf jeden Fall. Aber der 1936 sieht davor besser aus. Es ist zwar nicht so ideal, aber es geht. Eigentlich, ja. Ist ja doch auch schon ein starker Schlepper, der John Deere. Ja, aber damit fahren will ich nicht mehr. Häcksel abfahren will ich damit nicht. Ist so richtig schön Häcksel gut abfasst, so wie BGA-Aktionen oder sowas. 200 PS plus wären da eigentlich schon schön. 175 hat er. Ja, das geht aber wohl da. Nein, wenn du da, weiß nicht, so 45 Kubik-Anhänger hinten dran hast. Ja, es kommt natürlich eher drauf an, was man für einen Hänger hat, ne? Da wirst du beim, wenn es ein bisschen eine Steigung hast, fahrst dann mit 5 km/h im Berg hinauf. In echt aber. In echt, ja. Spiel. Sollte das eigentlich nur gehen, sonst falle ich hier noch vom Glauben ab. Ja, aber ich sag mal so, die fahren da. Und dann 5 km/h oder 3 km/h. Aber ich sag mal so, du fährst da trotzdem mit den Hängern teilweise auch, sehe ich so auch bei dem Lohnunternehmen hier, die fahren da trotzdem auch nicht unbedingt alle beim Silieren oder beim Häckseln oder sowas, fahren die da auch nicht unbedingt immer alle hier mit 200 plus Schleppern. 200 ja, fast aber alle. Bei uns ja, die bewegen sich irgendwo alle in diesem Bereich, das schon, aber du kommst auch mit einem 180 PS Schlepper, kommst da auch noch ganz gut von weg. Was sie viel fahren, ist ein 820er, halt gerade wenn ich jetzt sage, so für ein 820, 724, 936, 939er. Solche 39 ist ja auch schon irgendwo King. Aber wie gesagt, also das Lohnunternehmen bei mir in der Nähe, das fährt glaube ich auch nicht viel Schlepper, die haben glaube ich kaum Schlepper, die über 250 PS sind. Die, kommt ich, natürlich auch immer auf die Gegend an, ob das gebraucht fällt auch noch wird. Ja, das machen wir noch eben mit. Es geht so schnell eigentlich. Und dann machen wir, wenn was überbleibt, ich glaube nicht, dass wir alles an Gras reinkriegen. Ich weiß nicht, was für eine Gegend du kommst, ob es da eher flach ist oder eher hügelig oder... Es ist flach, wohl eher oder? Flach, klar gibt es auch ein paar Hügel, das ist ja, siehst ja bei dir auch gut, ne? Ist ja ungefähr so dieselbe Art der Landschaft da. Ja, das Hügel sind ja 20, trotzdem 30 Kilometer. Ja, 25, also Hügel sind auch ein paar da, aber hauptsächlich eher was Flaches. Aber es sind halt auch viele nasse Länder, so ist das nicht, aber... Ja, aber es ist das keine extreme Steigung, wo du irgendwie eine Raupe oder sowas sogar bräuchtest. Nein, das nicht. Aber es gibt schon teilweise nasse Länder, wo du dir denkst, ja, da musst du aufpassen, dass du nicht festfährst. Aber dass ihr das jetzt irgendwie so extrem, wie ich da teilweise mal auf YouTube da in Videos gesehen habe, wo die sich da irgendwie mit einem 8000er John Deere dann irgendwie bis zum Reifen festgefahren haben, bis zum vom hinteren Reifen bis Oberkante Schutzblech oder sowas festgefahren haben. Solchen Boden hast du natürlich nicht, aber... Ja, aber da sind sie auch meistens selber schuld, weil die fahren sich bis zur Bodenplatte. Und dann fahren sie noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter, dass er sozusagen schon so einsinkt, die Bodenplatte, teilweise. Ja, das ist natürlich, wenn man dann denkt, ja, dann wird man panisch und dann schnell weg, ne? Und dann nein, da wird man nicht panisch, das ist ein Fehler. Das darfst du nämlich gerade nicht machen. Ja, aber ich habe auch gesehen, das waren dann irgendwie, ich weiß nicht, das war irgendwo Polen oder sowas, die Ecke. Jedenfalls sah es da zum Teil so aus, oder jedenfalls irgendwo weiter im Ausland. Also meinst du, dass die Leute dort das nicht beherrschen? So, so ungefähr. Die haben die Maschinen nur geklaut in Polen und können damit gar nicht umgehen. Trotzdem nehme ich mich nicht auf, weil ich habe schon 5% Zuseher aus Polen. Ja, ich habe auch ein paar Prozent. Aber wer wirklich groß ist nach Deutschland, ist bei mir die Österreicher. Ja, das ist bei mir auch der zweitgrößte. Ach, ja, das bei dir ist das glaube ich auch noch logischer. Weil du so aber das sollte der größte sein eigentlich. Ja, das ich aber sag mal, das ist halt einfach sprachenabhängig, glaube ich, mehr. Ja. Ich bestehe zu einem großen Teil auch aus Polen sozusagen, kann man sozusagen mehr oder weniger so sagen. Klingt ein bisschen komisch, aber ich habe halt... Eher aus Polen. Ich habe halt einen Teil polnische Gene in mir. Ich darf das, muss man ja im Internet immer sagen. Du darfst das? Sonst, ja. Habe ich dir das erlaubt?
Sonst kommt Sarah sein und krank, wenn du und bist nach Mobbing. Ja, genau. Bestraft. Wie Harald Renke. Was wurde der von ihnen? Der Harald wurde ein bisschen vorgeführt im GTA Let's Play, sagen wir so. Da haben die Sarah und Kronk und wie heißt der andere, der Sergeant? Nee, Rumpel nicht, sondern wie heißt der? Na, Sarah, Sergeant Rumpel und Kronk, die haben ja mitgemacht, da gibt es jetzt ein extra Projekt vom deutschen Staat oder so irgendwas gegen Mobbing. Ja, und das da haben sie irgendwie mitgemacht, so irgendwie. Aber ich spreche jetzt eigentlich halt von so einer, die haben ja ein bisschen dem Harald, gemobbt, kann man fast sagen. Die machen sich halt, oder einer von denen macht sich immer drüber lustig. Willst du das Gewicht haben oder nimmst du das Fassgewicht? Ich nehme gleich das Fassgewicht. Wieso, inwiefern macht er sich drüber denn lustig, ist über seine Art oder wie? Nee, über dieses, das halt dazu steht, dass er mit YouTube Geld verdienen möchte. Ach so. Und dann immer von wegen, hey, du hast ja gerade so viel Geld bei einer Mission gewonnen. Und dann, ich will jetzt aber nichts ausgeben. Und dann irgendwie von wegen, ja, ich bin Harald Frenkel. Und das ist halt sehr... Bisschen trollen. Ja, und Harald hat das wohl auch mitgekriegt und hat sich dann sogar wohl, wie er auf Facebook geschrieben hat, mit Kronk und Saraza dazu, mal ein bisschen unterhalten. So, aber wenn ich auf die Partgröße schaue, beziehungsweise auf die Partlänge, dann würde ich sagen, müssen wir uns auch gleich mal unterhalten. Und das machen wir dann im nächsten Part. Also, tschüdelü. Ciao.